Das ist richtig. Jawohl, Himbeeren. Endlich sind sie reif. Na, hat sich das Warten gelohnt? Ja! Ja! Mmh. Was sagst du? Caillou staunte nicht schlecht. Der selbstgebaute Drachen sah wirklich einwandfrei aus. Der gefällt mir. Es ist windig. Mal sehen, ob er fliegen kann. Okay. Warte, ich helfe dir. Ich komme schon, Caillou. Irgendwas sieht anders aus. Oh, ich glaube, ich weiß, was verkehrt ist. Das Band da ist an der falschen Stelle befestigt. Du hast recht, Sarah. Hier, ich mach das für dich. Kein Kleber an meinen Fingern. Großes Ehrenwort. So, jetzt stimmt die Sache. Versuch es nochmal. Danke, Papi. Vielen Dank. Okay, Caillou, also los. Caillou glaubte es kaum. Ihr selbstgebauter Drachen konnte wirklich fliegen. Guck mal, wie der fliegt! Ja! Ja, klasse! Caillou, Sarah, gute Nachricht. Ich habe ein Geschäft gefunden, das Drachen verkauft. Wir können da hinfahren, wenn ihr wollt. Nein, danke. Dieser Drachen ist so toll. Ja, hier, Caillou, du bist dran. Caillou und Sarah mochten diesen neuen Drachen sehr gern. Er war viel besser als der aus dem Spielzeuggeschäft, weil sie ihn gemeinsam gebaut hatten. Caillou arbeitete wochenlang äußerst hart, aber all das Zeug sah noch unverändert aus. Allmählich glaubte er, dass sein Zaubertrick niemals funktionieren würde. Du machst das alles ganz prima, Caillou. Aber denk daran, Pflanzenzauberei braucht viel Zeit. Am besten wartest du noch einen Monat. Okay. Caillou wartete einen ganzen Monat lang. Das waren viele, viele Tage. Um ganz genau zu sein, 30 Tage. Ja! Aber endlich war die Warterei vorbei. Ihr müsst alle kommen! Gänsemaß! Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Caillou war auch sehr gespannt, seinen Zaubertrick zu zeigen. Aber ein ganz klein bisschen Angst hatte er auch. Was, wenn es nicht klappen würde? Jetzt wird der beste Zaubertrick aller Zeiten vorgeführt. Essensreste und Gras, Blätter und Wasser verwandeln sich in Kompost. Das ist Pflanzenfutter. Abracadabra, Kompost! Caillou hoffte, dass nicht mehr eklige Abfälle da drin wären. Tada! Das ist ja fantastisch. Ein Hurra für Caillou, den Erstaunlichen. Was für ein wunderschönes blaues Häschen. Das ist für meine Schwester Rosie. Also, das wird ihr bestimmt gefallen. Caillou war stolz. Er konnte es kaum erwarten, das Häschen Rosie zu bringen. Ja! Zum Glück geht's uns schon besser, Rosie. Was Rosie wohl sagt? Oh, dein großer Bruder ist gekommen. Upsi! Rosie, ich bin wieder da! Caillou freute sich riesig, Rosie seine Überraschung zu zeigen. Guck, was ich gemacht habe. Ein Häschen. Caillou Puzzle spielen? Caillou war sehr enttäuscht. Rosie hatte ihr Häschen nicht einmal angesehen. Guck mal, Rosie, das ist ein Häschen.
Hallo, Rosie, ich bin Häschen, ich knabber gern Karotten, lecker, lecker. Nein, Puzzle. Aber Rosie, siehst du, es hat Schnurrhaare und ich habe es blau angemalt. Du magst doch blau. Häschen, Näschen. Was ist los, Caillou? Warum bist du so traurig? Ich habe mir mit dem Häschen so viel Mühe gegeben, aber Rosie mag es nicht. Manchmal will man den anderen eine Freude machen, aber sie merken es gar nicht. Willst du mir beim Essen machen helfen? Du kannst Karotten waschen und ich schäl die Kartoffeln. Okay. Fertig. Gut gemacht, Caillou. Und jetzt darfst du die gekochten Kartoffeln zerstampfen. Essen machen ist schwere Arbeit, Mami. Ja, da hast du recht. Genauso wie Kleider aufsammeln oder das Lieblings-T-Shirt für eine bestimmte Person zu waschen. Caillou hatte noch nie gemerkt, wie schwer Mami arbeiten musste, um ihm eine Freude zu machen. Vielen Dank, Mami. Gern geschehen, mein Hase. Und übrigens, ich finde dein Häschen wunderschön. Ich weiß, dass du traurig bist, aber Rosie die Schuld zu geben, hilft uns nicht weiter. Und dein Problem wird dadurch auch nicht gelöst. Wie wär's denn, wenn du einen weißen Ball mit einem deiner Malstifte rot anmalst? Caillou dachte darüber nach. Er wollte sein Modell unbedingt zur Zeigen- und Erzählenstunde mitbringen. Ich glaube, das würde gehen. Caillous neuer Planet war nicht ganz so schön wie sein erster. Trotzdem war er zufrieden. Na, was sagst du dazu? Das Modell finde ich ganz toll, Caillou. Das wird ein großer Erfolg im Kindergarten. Miss Martin wird es gefallen. Ja, es ist ziemlich gut. Backe, backe, Kuchen. Caillou bemerkte, dass sich unter dem Vorhang etwas bewegte. Er war neugierig, was das wäre. Gilbert? Mein Ball! Plötzlich hatte Caillou ein ganz schlechtes Gewissen. Die ganze Zeit hatte er Rosie in Verdacht gehabt. Dabei war es Gilbert, der ihm den Maß stibitzt hatte. Der muss haben 7 Sachen. Schöner Ball! Ja, Rosie. Schöner Ball. Gilbert hat ihn sich stibitzt. Es tut mir leid, dass ich dir die Schuld gegeben habe. Bist du jetzt böse auf mich? Rosie, gar nicht. Ich freue mich, dass ihr zwei euch wieder vertragen habt. Und jetzt, da du deinen roten Ball wieder hast, kannst du ihn für dein Modell nehmen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich möchte ihn gerne Rosie schenken. Hier, Rosie. Danke, Caillou. Blöder Hund. Weiß er nicht, dass ich versuche, hier zu laufen? Caillous Beine begannen sehr müde zu werden. Er war gespannt, wie weit er noch laufen konnte. Wow, oh. Alles in Ordnung? Ja, Papi. Aber wie soll ich nur bei einem Marathonlauf mitrennen können, wenn ich es nicht einmal um den Block schaffe? Man muss immer sehr viel und lange trainieren, um für einen Marathonlauf fit zu sein. Wenn ich viel übe, kann ich dann bei einem Marathonlauf mitmachen? Ja, vielleicht eines Tages. Je mehr du übst, desto weiter wirst du laufen können. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir nach Hause und essen tüchtig. So richtig laufen schlaucht einen ganz schön. Jetzt musst du aber wieder eine Menge Energie auftanken. Ja, und von mir aus können wir jetzt wieder laufen. Wieder? Aha, ich will dir unbedingt zeigen, wie viel weiter ich jetzt laufen kann. Okay, Caillou. Also gingen Caillou und Papi hinaus, um wieder zu laufen. Aber Caillou war enttäuscht. Er konnte immer noch nicht sehr weit laufen. Ich kann niemals einen Marathon laufen. Also, das würde ich nicht sagen, Caillou. Du warst diesmal ziemlich gut. Du bist weitergelaufen. Ja, aber nicht weit genug. Ich möchte genauso wie du laufen können, Papi. Aber ich kann natürlich weiterlaufen, weil ich erwachsen bin. Meine Muskeln sind viel kräftiger und ich hatte viel mehr Zeit zum Üben. Ich weiß. Ich dachte nur, es macht Spaß. Weißt du, was auch Spaß macht?
Was? Wer zuletzt zu Hause ist, ist eine müde Ente. Nein! Was für eine herrliche Aussicht! Guck, ein Heißluftballon! Hallo! Ich glaube nicht, dass Sie dich hören können, aber vielleicht sehen Sie uns winken. Hier! Huhu! Hallo! Was für ein herrlicher Tag. Wusstest du, dass ich heute Geburtstag hab? Ja. Was ist los, Tiger? Ich wollte ganz, ganz viele Blaubeeren pflücken und sie dir zum Geburtstag schenken. Aber ich hab fast keine gefunden. Aber Caillou, du hast mir schon was Wunderschönes geschenkt. Ich durfte den ganzen Nachmittag mit meinem Enkel verbringen. Was könnte ich mir Schöneres wünschen? Das ist komisch. Wieso brennt kein Licht? Überraschung! Was ist aus dem kleinen, gemütlichen Familienessen geworden? Ich dachte, so macht es doch viel mehr Spaß. Ich freue mich riesig. Danke, dass du Opi abgelenkt hast. Hattet ihr Spaß? Ja, aber ich habe nicht viele Blaubeeren gefunden. Also, wenn du mich fragst, genügen die. Genügen für was? Das ist Zitronenkuchen mit Blaubeeren obendrauf. Mein Lieblingskuchen. Komm her, Caillou. Du auch, Rosie. Helf mir, die Kerzen auszublasen. Eins, zwei, drei. Und auf einmal fand Caillou Kamele immer interessanter. Was wissen Sie noch über Kamele? Wusstest du, dass Kamele die einzigen Tiere mit einem Höcker sind? Die meisten Menschen denken, Kamele speichern Wasser in ihrem Höcker, aber in Wirklichkeit speichern sie Fett. Deshalb können Kamele sehr lange laufen, ohne fressen zu müssen. Bis zu 2 Wochen. 2 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Bin ich froh, dass ich kein Kamel bin. Möchtest du Rudi mal streicheln? Rosie, streicheln! Kamel! Hallo, Rudi! Caillou war erleichtert, dass Rudi ihn nicht anspuckte. Im Gegenteil, Rudi schien ihn sogar zu mögen. Willst du mir helfen, Rudi zu füttern? Komm, Caillou, wir füttern Rudi zusammen. Rudi war sehr behutsam und Caillou war begeistert. Also, wer hat Lust, auf einem Kamel zu reiten? Ich, bitte! Hallo, Kamel! Okay. Na dann mal rauf mit dir. Oh, toll! Ich mag's wirklich. Ich reite auf einem Kamel. Guck, Mami. Guck mal, Papi. Spitze, Caillou! Wir beide reiten als Nächste. Kamelreiten macht so viel Spaß. Echt, ich mag Rudi. Können wir ganz bald wiederkommen? Versprochen, mein Hase, machen wir. Arr, jetzt bist du ein Pirat, wie ich. Arr, Captain. Ja, so ist es recht. Also, Leinen los für unsere Schatzsuche. Hi ho! Machen wir uns auf die Suche nach dem verschwundenen Puzzleteil. Anker werfen, Matrose! Arr! Ein verlassenes Eiland. Und sieh mal, Matrose, dort ist eine Schatztruhe. Das sind nur meine Spielsachen, Captain. Was ist hier denn los? Arr, was für ein Segelschiff erblickt mein Auge. Das ist eine Yogamatte. Eine Yogamatte, sagt ihr?
Aber ihr würdet unter dieser Matte doch wohl keinen Schatz verbergen, oder doch? Ihr könnt gern mal nachsehen. Arr, kein Schatz im Frachtraum, Matrose. Dann segeln wir mal weiter. Na, du Landratte, wo mag der Schatz wohl zu finden sein? Verrat uns das, Gilbert, oder wir müssen dich über die Planke schicken. Arr. Caillou und Papi hatten schon eine geraume Zeit Piraten gespielt. Arr, schmeckt dir dein Piratenfest mal, Matrose? Ja, eine Schatzsuche hat Piraten schon immer hungrig gemacht. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe das fehlende Puzzleteil, den Schatz gefunden. Das Puzzleteil? Das hatte ich schon ganz vergessen. Ich auch. Ich glaube, weil uns das Piratenspielen so viel Spaß gemacht hat, haben wir ganz vergessen, wonach wir wirklich suchen. Nein, Rosie, noch nicht. Wie kommst du mit deinem Modellauto voran? Ich wünschte, der Kipper wäre endlich fertig. Wirklich? Das Zusammenbauen sollte doch eigentlich auch schon Spaß machen. Ich will, dass er fertig ist, damit ich ihn zu zeigen und erzählen mitbringen kann. Jetzt, Caillou, fertig? Nein. Ach, noch lange nicht. Caillou, abracadabra. Rosie versuchte, mit ihrem Zauberstab zu helfen, damit alles fertig wird. Abracadabra. Aber das funktionierte nicht. Am nächsten Morgen hatte Caillou keine Lust mehr, an seinem Modellauto zu arbeiten. Das Ding wird ja niemals fertig. Caillou, fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Und ich hab's satt. Weißt du was? Vielleicht wäre es eine gute Idee, für ein Weilchen zu pausieren. Ich muss was erledigen. Hast du Lust mitzukommen? Zum Arbeitsplatz von Eric. Ich möchte ihm seinen Baseballhandschuh wiederbringen. Nein, man schlägt drauf. Ich habe ein paar Instrumente mitgebracht, die ihr ausprobieren könnt. Habt ihr alle Lust, in einem Orchester zu spielen? Ja! Caillou war sehr enttäuscht, weil kein Instrument mehr zum Spielen da war. Aber Liz hatte eine ganz besondere Aufgabe für ihn. Was ist das? Das ist ein Taktstock. Du wirst jetzt unser Dirigent sein. Das ist der Leiter von einem Orchester. Du benutzt deinen Taktstock, um sie alle anzuführen. Oh! Caillou lernte, wie man mit einem Taktstock dirigiert. Er konnte seine Freunde veranlassen, dass sie langsam spielten oder schnell. Er konnte sie dazu bringen, leise zu spielen. Oder laut. Und er konnte sogar bewirken, dass sie aufhörten. Caillou genoss es wirklich sehr, der Dirigent zu sein. Was machst du da, Caillou? Das ist mein Taktstock. Zum Dirigieren. Lauter, lauter. Mami, ich bin ein Dirigent. Ah, natürlich.
Und dann verwandelt sie sich im Inneren. Verwandelt sich? Kann sie zaubern? Sozusagen. Die Raupe hat sich verwandelt und ist jetzt erwachsen geworden. Hey, ich sehe einen Flügel. Aber Sie haben doch gesagt, dass da eine Raupe drin steckt. Da drin war eine Raupe. Aber jetzt hat sie sich in ihre Erwachsenengestalt verwandelt. Sie meinen also, wenn Raupen erwachsen geworden sind, dann sind sie Schmetterlinge? Das ist richtig. Und dieser Schmetterling trägt den Namen Monarchfalter. Wow! Lassen wir ihn zum Ausschlüpfen allein. Wenn seine Flügel nachher getrocknet sind, fliegt er vielleicht rüber und begrüßt uns. Tschüss, bis später. So, hat es euch Spaß gemacht, etwas über Schmetterlinge zu erfahren? Ja! Ja. Ich kenne ein kleines Gedicht über Schmetterlinge. Wisst ihr was? Ich spiele euch etwas vor und ihr müsst mir alles nachmachen. Okay? Okay. Okay. Ja. Ja. Raupen können futtern, futtern, futtern. Und dann verschwinden sie. Im Innern einer Puppe. Die Raupen schlafen viel. Dann kommt heraus ein Schmetterling, so bunt und schön. Und fliegt, fliegt, fliegt in sonnige Höhen. Ich bin ein Schmetterling. Caillou verbrachte wirklich eine sehr schöne Zeit und war froh, dass er in dem Schmetterlingsgarten war. Wunderschön. Ihr seid alle fabelhaft geflogen. Und mit diesem Spaß endet unser Tag. Endet unser Tag? Aber wir sind doch eben erst hergekommen. Das klingt, als ob du so viel Spaß hattest, dass dir der Tag wie im Flug vergangen ist. Aber unser Bus wartet schon, also wird's für uns Zeit.